Horus. Horus ist ein ägyptischer Gott. Horus ist der Sohn von Isis und Osiris. Und damit ist Horus der Gott des Lichtes und des Himmels. Isis und Osiris symbolisieren das männliche und das weibliche Prinzip, Sonne und Mond. Und Horus ist eben der Sohn. In Ägypten gibt es immer diese Dreiheit, Vater, Mutter und Sohn. Bei den meisten griechischen Göttern findet man eben diese Dreiheit, diese Triade. Man nimmt an, dass aus dieser Triade von Isis, Osiris und Horus auch die christliche Mythologie von Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist entstanden ist. Heiliger Geist ist hier das weibliche Prinzip und Gott Vater das männliche. Und Jesus symbolisiert so Horus, der hier auf die Welt gekommen ist. Horus wird dargestellt mit einem Falkenkopf. Horus symbolisiert zum einen den Weltgott, er umspannt mit seinen ausgebreiteten Flügeln die ganze Welt. Seine Augen sind Sonne und Mond, so beinhaltet er in sich die beiden Prinzipien seiner Eltern, Isis und Osiris. Moment, ich will gerade noch mal etwas mehr anschauen. Horus symbolisiert als Lichtgott den Tag, aber auch als Nachtgott die Nacht. Also Horus war auch derjenige, der dann seinen Vater Osiris im Kampf gegen Seth wiederum beschützt hat und auch letztlich wieder gerettet hat. Horus hat auch Bedeutungen zu Zeiten des Hellenismus. Das Horus-Kind wurde auch als Harpokrates bezeichnet. Horus ist also besonders in Alexandria verehrt. Manchmal wird er zusammen mit Serapis und Isis verehrt. Horus ist die lateinisierte Form des ägyptischen Wortes, die auch als Hor bezeichnet wird. Horus hat verschiedene Beinamen. Horus wird auf verschiedene Weisen dargestellt. Es gibt viele größere Horus-Darstellungen. Zum Beispiel gibt es beim Tempel von Edfu gibt es eine wunderschöne Darstellung von Horus. Und wenn man dort ist und dann den Horus anschaut und auf sich wirken lässt, spürt man eine besondere Kraft und Energie. Die Darstellungen von Horus eignen sich für Tratak. Und es gibt auch Darstellungen oder Nachahmungen des Horus von Edfu, die man sich aufstellen kann, dorthin schauen kann. Und dann versteht man, wofür Horus steht. Machtvolle Symbole, die man auf sich wirken lassen kann, um spirituelle Weisheit zu verstehen.